Und was ist los? Verkehrskontrolle. Wie Verkehrskontrolle mir da? Okay. Amogu, ich habe Verkehrskontrolle im Führerschein. Hey, nicht mein Auto klauen, bleib stehen, hey! Braucht ihr eine Abholung? Ja, ja, können Sie. Ja, können klar, Sie komm zu, rein. Kommt rein, Hermanos. Ich bin bei euch. Rapidilla? Dankeschön. Natürlich, kein Problem. Warum willst du Schwerkriminelle mitnehmen? Es sind keine Schwerkriminellen, sie sind vielleicht schwer. Also ihr Patron ist schwer, aber nicht kriminell. Verstanden? Habt ihr gecheckt? Das ist der falsche Weg. Habt ihr aber verstanden, wegen schwer? Ich hab dir zugehört. Er meinte schwer kriminell, ich meinte nein, nein, deren 12 war schwer. Versteht ihr? Erklär mal. Naja, schwer. Und... Ja? Mit viel Fantasie. Erklär mal. Ja, du brauchst Fantasie, man braucht Fantasie. Dann nee, man braucht Fantasie, Mierda, was redest du für eine Scheiße? Das ist der falsche Weg. Ja, das ist einmal nur, ich muss was zu trinken und dann fahren wir wieder weg. Okay. Guten Tag, Officer. Helfen Sie mir. Ja, ich höre Sie, ich höre Sie. Ja, kannst du mal die beiden hier rausnehmen, Mierda? Ja, SMPD. Wir haben gerade ein paar Officer von uns niedergeschossen. Ich habe das gesehen. Ja, aber der Herz hat das, Sie sind doch auch kein Kollege von uns, oder? Ja, das geht dir, dankeschön. Ja, ja, ich habe den von den Officer, den die niedergeschossen haben, das Auto mitgenommen und habe die hierher gefahren. Nein, das stimmt nicht. Ja, erzähl mal, sag mal, hast du Waffen dabei? Kurz in dem Parkhaus. Ich? Ja. Ja, Max selber, ja, oder? Hab ich. Hast du? Ja, am besten steigen sie alle mal aus. Ja, steig mal aus. Entschuldigung, Entschuldigung, die Dame, tut mir leid. Hoppala, ups. Ich komme hier nicht raus. Ich steck fest. Und auf einmal. Officers, die wollen abhauen. Ich sag's euch nur. Wollen wir gar nicht. Da, oder ist dein Auto? Hey, nehmen Sie die Hände nach oben. Mein Auto geklaut. Was? Ich? Nehmen Sie sofort Ihre Hände nach oben. Auto geklaut. So, gehen Sie an die Wand sofort. Sofort an die Wand. Natürlich. Aber was ist mit den beiden? Die haben auch niedergeschossen. Wen hat niedergeschossen? Gehen Sie kontrolliert sofort, die beiden anderen! Braucht ihr ein Auto? Mr. Felixson, das ist immer dasselbe Spielchen bei Ihnen. Sie bringen hier Leute hin. Okay, könnt ihr die beiden anderen wenigstens kontrollieren, Mierda? Nein, gar nichts. Du hast mein Auto geklaut. So. Ah! Kontrolliert die beiden doch wenigstens! Welche ist die zwei? Die zwei, die haben mich hier. Welche dann? Welche die zwei? Die. Welche die Karre? Die Frau. Und der Herr hat uns einfach mitgenommen. Was? Warte, ich gebe Ihnen meinen Ausweis. So, ich suche mich erstmal hier. Ja, natürlich. Hey, 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 dann mir! Hey, was? Was passiert hier? Hey, Mr. Mitfreund, ich habe hier nichts gemacht. Mein Auto geklaut. Der steckt dir Waffen zu, pass auf. Der will dir Waffen zustecken. Sie drinnen nicht weg. Kontrollier die beiden doch mal da vorne! Was sollst du mich an oder nicht? Ich bin gleich aus. Ich steck dich gleich krass. Mach mich keinen Spaß, ja? Ich bin aggressiv am Ruh. Ich werde dich töten, ja. Ob du willst oder nicht. Ja, ich kann dir auch was singen. Also bedrohen Sie jetzt auch noch meinen Kollegen, oder? Okay, hör zu. Du kannst kontrolliert die beiden anderen da. Mehr will ich nicht. Aber aus welchem Grund sollten wir die kontrollieren? Ja, genau, wir haben die haben Tat, Leute oder? Niedergeschossen. Wo haben denn? Die welche niedergeschossen? Können Sie die Täter, also die Verletzten beschreiben? Wie soll ich die Verletzten beschreiben? Kann das sein, dass du dumm bist oder sowas? Nee, also ich kann nicht einfach nur, weil jemand zu schau, mir kommt hör mal sagt, zu. Hey, hör mal zu, Hermann. Ich weiß, wenn du redest, hört sich das an, als ob ein Vibrationsgerät angemacht wird oder ein Rasierer. Ich verstehe das schon, aber halt mal deine Fresse und kontrolliere die beiden da hinten. Aber ich frage jetzt immer noch, auf welchem Grundsatz soll ich die durchsuchen? Auf welchem Grundsatz durchsuchst du mich? Sie haben mein Fahrzeug, mein Auto geklaut. Das ist eine Lüge, ich wurde entführt von den beiden da hinten. Was jetzt? Aussage gegen Aussage. Beide kontrollieren. Aussage gegen Aussage, ganz einfach. Sie wurden entführt von den beiden. Richtig, mit diesem Auto. Was jetzt? Also das Auto haben sie von meinem Kollegen geklaut. Also die Aussage ist ja schon mal falsch. Von wem? Wer sagt das? Hast du das gesehen? Ich hab gesehen, ich bin. Hast du das gesehen? Hast du das gesehen, Chucha? Ich vertraue meinem Kollegen, der wäre sonst nicht hier im Dienst. Okay, ist doch okay. Aber wo ist denn das Problem? So, die beiden Problem ist, mein Auto geklaut. Ich habe neue Getuning gemacht. Ja, okay, neue Getuning. Kontrolliere mich jetzt mal. Was ist hier los? Das ist eine sehr gute Frage. Hallo. Nein, nicht dieser Dreckige. Ich habe keine. Dabei sechs Stück ist okay. Fentanyl. Fico. 199. Ja, Fico. Ja. Hallo, Fico. Ja, hallo. Ich höre dich, ja? Ja, ich höre dich. Hallo. Hast du ihn schon kontrolliert? Ich kontrolliere ihn, ja. Guck jetzt mal rein. Der hat für ein Teddy 199 Stück. Tschüss, was ist das für Tasche? Warte mal. Fernglas hat die GPS 11 Stück. Amoko, der hat mehr Sachen wie unsere Lager. Amoko, so viel haben wir nicht einmal. Griff hat er dabei. Wohlladen, was soll ich machen? Holovisier, MDMA
Was ist das? Reparatur? Polizei? Der hat Reparatursachen von Polizei. Korrekt, das habe ich von dem Officer weggenommen, der am Boden lag, damit ich das euch wieder vorbeibringe, richtig? Ach so, ja, ach so, danke schön, Herr Mr. Bitcoin. Okay, eigentlich hat er eigentlich gar nichts. Mhm. Illegales. Aber er hat mein Auto geklaut, Herr Chief. Das ist auch nicht so richtig. Ich wollte den Officer befreien, den die beiden da hinten niedergeschossen haben. Mit dem Auto konnte es schneller machen. Und ja, gratis nochmal, Fico. Sie haben heute Officer das Leben gerettet. Ehrlich? Habe ich das wirklich gemacht, Amaru? Habe ich das wirklich gemacht? Ja, ja, hast du meinst du. Aber er hat doch ein Kopfmagazin dabei und ein erweitertes und drei erweiterte Magazine. Fico, kontrolliere mich bitte nochmal du. Ich glaube, ja, er ist korrupt. Sie sich mal um. Natürlich, der Herr. Echt korrupt? Allah, Allah, warum machst du, Amaru, Kollege? Ist nichts schön. Warte, suchen. Er hat nichts mehr dabei. Amogo, der hat gar nichts. Amogo, warum lügst du, Kollege? Blanco. Ich habe keine Lust mehr darauf. Ich möchte gesehen, gerne. Nein. Alles gut. Dass er diese Ventanil und so eine Scheiße hat, Vico. Bei hier vorne? Und haben die Waffen dabei gehabt? Nein. Sauber. Sauber. Haben Sie eine Falschaussage getätigt, Mr. Bitcoin? Das war doch keine Falschaussage. Wer hat das runtergeschmissen? Ja, natürlich. Sie haben die beiden beschuldigt, dass sie Waffen hätten, dass sie Leute erschossen haben. Aber womit? Womit haben die das gemacht? Das Auto auch nichts. Mit deiner Fresse. Meiner Fresse? Ah, okay. Die Dame, kommen Sie mal her. Da fehlen die Argumente irgendwann natürlich. Also, ich muss jetzt in den Knast stecken. Hey, Fico, können Sie einmal ins Kofferraum von diesem Auto schauen? Wurde schon kontrolliert. Natürlich, ich gucke. Dieses Auto? Die wurden schon kontrolliert, okay. Wurden kontrolliert gerade. Ihr könnt die BF nehmen, wenn ihr wollt. Dankeschön. BF? Dankeschön. Macht ihr auch bitte das Tor auf? Fico, woher kommen die Waffen hier? Ist da was drin, Chico, Fico? Aha. Ich kann das nicht gewesen sein, ich war gefesselt. Was jetzt? Was jetzt? Was schreist du mich an, Amoku? Du machst mir unterschieben. Du hast Auto geklaut? Nein, hör zu. Das waren die beiden. Ihr lässt die Falschen gehen. Ihr Idioten. Es stimmt doch gar nicht. Amoku, du bist gefährlich. Walla, ich habe Angst bei dir. Aber ich bin doch gefesselt. Die beiden haben sie reingesteckt. Lach, warum sie waren hier vor Ort gefesselt. Ich war gefesselt, du Affenscheiße. Ich kann es nicht gewesen sein. Vielleicht nicht hier, aber das kannst du doch. Wir beruhigen uns jetzt alle einmal hier. Hey, Kollege, du schreist, aber man denkt, du redest. Amoku. Ich? Nein, die andere. Der Hässliche, den meinte er. Nein, der ist hübsch, aber nicht so, bin ich gerade. Ja, also, wir müssen davon ausgehen, dass sie gestern eine Uzi hatten, dass sie auch die MG da in den Kofferraum gemacht haben. Mira, ich gehe auch davon aus, dass du keine Eltern hast, sondern ein Waisenkind bist. Verstehst du, was ich meine? Ja, das stimmt doch auch. Hey. Das hast du doch zu mir gesagt. Warte mal, du machst dich halt über Waisenkinder lustig? Blanco, bist du adoptiert? Du sagst also, das sind Penner? Willst du mich verarschen? Über wen reden wir jetzt? Ich will einen Anwalt sofort haben. Das ist Beleidigung von Menschenrechten. Winters, klär das, du bist unabhängig. Also, der beleidigt? Auf jeden Fall sowas zwischen denen, ja? Also, Winters ist mein persönlicher, Ihr scheiß Penner, Mirda, was wird mit mir hier gemacht? So, in Verhörung mit ihnen. Einmal bitte hoch. Mirda, wen willst du hier verhören? Verhörung, Sie, in den Sonst. Sie haben mein Auto geklaut. Sie haben eine gefährliche Detekt ein Auto geklaut. Das ist mein Brot. Das ist mein Ein und alles, diese Autamuro. Hören Sie mir mal gut zu jetzt. Hören Sie mich? Natürlich. Wir machen hier keinen Spaß. Hast du mich verstanden, Lan? Nochmal bitte, ich habe das nicht verstanden. So, sind Sie bereit? Hallo. Ich bin ein bisschen aggressiv. Verstehen Sie mich, Schwammuru? Was kann ich für Sie tun, Herr Fico? Sie haben meine Auto geklaut, Sir. Was ist der Grund gewesen? Wieso haben Sie die Waffen in die Kofferräume reingetan? Erzählen Sie es mir. Hab ich nicht. Ich brauche eine. Doch, Sie waren das. Polizei. Ein anderer kann das nicht gewesen sein. Ich beweisen habe das mit meinen Augen gesehen. Beweisen Sie es mir. Allein in mein Fahrzeug drinnen. Kannst du mir die Wahrheit an? Das ist scheiße. Die Wahrheit. Ich will die Wahrheit dann. Du brauchst gleich einen auf die Fresse halten, wenn ich schnauze da draußen! Okay. Hat er vollkommen recht. Walla, ich will auch gleich aus. Dankeschön. Das war schon mal ein Pluspunkt. Also, wie soll ich dir sagen, Hermano? Dieser eine von den Stadunas hat mich in das Auto gestopft. Ich war gefesselt, wie gesagt, ich konnte nichts tun. Ja? Hat mich da reingetreten, mir und gesagt. So, jetzt packe ich da noch Waffen rein, du Idiot. Und dann, ist er gegangen. Ihr habt sie gehen lassen. Und was war der Name von denen? Raut. Was? Was? Raut, was? Wie war der Name von diesen Leuten, Amru? Ich weiß nicht mehr, wie die heißen. Ich kann in Akte gucken, weißt du? Wie die Name dann, ich kann die finden. Ja, aber was bringt das denn jetzt, die zu finden, Mirda, wenn ihr mir sowieso nicht glaubt? Lass mir das Ganze. Ich war's. Wie wär's denn? Du warst das? Ja. Ehrlich? Ich hab dein Auto geklaut. Dann musst du Knast. Ich bring dich jetzt in den Knast. Du kannst nicht einfach mein Auto klauen. Ich kann, hab ich doch getan. Nein, darfst du aber nicht. Hab ich getan. Ja, aber das ist scheiße. Du hast recht, tut mir leid. Ach ja, warum? Okay, der hat sich entschuldigt, Kollege. Walla, ich sag dir ehrlich, ich bin ein guter Mensch. Weißt du, ich bin eigentlich aggressiv, aber meine Herz kann man ganz schnell klauen. Herr Mr. Bitcoin, ehrlich? Ja, ich finde, du bist ein sehr guter Polizist, sag ich dir ehrlich.
Ja, natürlich, weil ich mache professionelle Arbeit. Ich bin Detektiv. Was redest du, Mirda? Du bist der Vater von Detektiv, bitte. Deine Arbeit muss mal langsam geschätzt werden, Mirda. Ich meine, schau doch mal, wir tragen dasselbe Unterhemd. Den genau das gleiche. Ja. Oh ja, hast du recht. Verstehst du? Wir haben beide den gleichen Geschmack. Ja. Eli? Was sagst du? Du und ich, wir machen gemeinsame Sache. Was machen? Wir jagen Verbrecher. Das ist gute Arbeit. Ja. Aber wo willst du Arbeit? Ich werde V-Mann für euch. Was ist V-Mann, Amru? Naja, das... Rede Deutsch, Amru, kannst du keine Deutsch oder was ist los mit dir? Ich werde der Polizei Auskunft geben, so wie Richie Beißer auch immer macht. Gut, alles klar. War ich genug gehört. Was denn? Mr. Bitcoin. Ja. Sie können sich zu dem Sachverhalt äußern. Ich habe sein Auto geklaut. Richtig, das haben Sie getan. Aber nur aus Not. Wir haben jetzt tatsächlich ein schlimmeres Manko hier. Mit den Waffen? Ja. Ja, beweist mir mal, dass ich das war. Naja, ich möchte es von Ihnen hören, Mr. Bitcoin. Ich war es nicht. Wir waren es nicht. Nein. Wieso sagen mir meine Vögelchen, dass sie es doch waren? Ja, das stimmt wirklich. Ich glaube, du hast wirklich einen Vogel. Das hast du mit Sicherheit. Ja, das habe ich. Ich habe vielleicht auch einen Knacks. Das ist korrekt so. Ja, von wem? Vom Vogel? Richtig. Wie heißt denn der Vogel? Das würde ich Ihnen doch nicht sagen. Tweety. Das wäre wie ein Geheimtrick. Verstehen Sie? Wie bei einem Magier. Magier verrät auch nie seine Tricks. Ein Magier ist kein Magier, Manu, er benutzt irgendwelche billigen Tricks aus der Kiste. Machen wir es ganz einfach. Ich habe das Auto genommen, ja, aber ich habe nichts mit Waffen zu tun. Ihr habt beim Durchsuchen bei mir nichts gefunden. Deswegen würde ich gerne, dass Sie in diesem Sinne die Fresse halten. Hören Sie doch auf, Mr. Bitcoin. Sie sind in der Stadt dafür bekannt, dass Sie ziemlich viel mit Waffen zu tun haben, nicht wahr? Was? Bei wem bin ich dafür bekannt? Bei Blanco? Blanco, derjenige, der die Vendetta geleitet hat? Die Orga? Artesch? Einer der kriminellen Oberhäupter in der Stadt? Habt ihr euch mal gefragt, wieso er jetzt ins PD kommt? Habt ihr euch das mal gefragt? Fang es gar nicht an, Mr. Bitcoin. Habt ihr euch gefragt, wieso er hier im PD ist? Na los, sagen Sie es doch mal. Nein. Mr. Bitcoin, es geht gerade um Sie. Schmierkopf, wir reden gerade hier um die Stadt. Du hast die Stadt erwähnt, du sagtest. In der Stadt hört man dies. Jetzt rede ich von der Stadt. Blanco ist nicht aus irgendeinem Grund jetzt bei euch. Er ist da, um euch zu beschatten, ihr Vollidioten. Und ihr merkt das ja nicht mal. Für seine Familie, die er wieder macht, er baut seine Familie gerade im Hintergrund auf. Ich habe Beweise dafür. Wie Blanco? Ja. Und mich habt ihr getraut, Lein? Ich war mit dir zusammen, ich treffe. Wie Blanco, du machst sowas auch, du bist tief, Lein? Mr. Bitcoin, ich denke nicht, dass Blanco die Stadt ist. Nein, Blanco ist viel weniger als die Stadt. Blanco. Er ist ein kleiner Fisch im Haifischbecken. Aber sagen Sie mir, warum wissen Sie so viel darüber? Weil Blanco mein Ziehsohn ist. Guck mal, er macht das jetzt, er lenkt gerade von sich ab. Merkt ihr das nicht? Bist du mein Ziehsohn Blanco oder nicht? Warte mal, der hat Auto geklaut. Nein, bin ich nicht. Aber das Wichtige ist... Moment. Das heißt, wenn ich dir jetzt eine Aufnahme hier bringe, wo du sagst, ich bin ihr Ziehsohn, Mr. Bitcoin, ist das echt oder nicht echt? Naja, sie haben mir das erzählt und mir eingeblößt und das stimmt halt tatsächlich nicht. Also hast du nicht öfter wiederholt, dass ich dein Ziehvater bin, richtig? Doch, das habe ich so wiederholt. Gut, alles klar, es gibt gar keine Aufnahme. Sehen Sie, was ich mit ihm mache? Verstehen Sie das? Also wenn er bei dieser Sache schon gelogen hat, was denken Sie, wie er bei den anderen Sachen ist, Hermano? Ich sag's dir noch. Was sagen Sie an Beweise? Ja, er hat's gerade selber bewiesen. Nummer eins, er hat gerade gelogen. Er sagte erstmal, ich bin es nicht. Und dann hat er gesagt, er hat es öfter gesagt. Also, wer ist hier der Mentiroso? Nummer eins. Nummer zwei ist, Blanco ist dafür bekannt, kriminelle Organisationen hier in der Stadt zu leiten. Und das wissen Sie ganz genau. Sie haben ihn in die Polizei aufgenommen, mit bestem Gewissen. Aber mit dem Gewissen, mir, wenn er euch hintergeht, dann habt ihr noch nicht gedacht. Ich? Natürlich, ich bin böse. Ich nehme euch auseinander, ich spuck euch an, ich pisse euch an, Mirda. Mir ist das scheißegal, ich kaufe mich frei mit meinem Geld, meinem Plata, was ich habe. Aber Blanco ist in euer Herz, Mirda, ihr Vollidioten. Ihr habt ihn in euren Reihen, das ist doch was anderes! Es geht aber nicht gerade um Blanco, es geht um Sie. Nur um Sie. Sie sind die Hauptattraktion hier, Mr. Bitcoin. Natürlich bin ich das, Mirda. Selbstverständlich bin ich das. Wo haben Sie die Waffen her? Welche Waffen? Oder die Waffe, eher gesagt. Gut, ich werde jetzt alles zugeben. Durchsuchen Sie mich. Er hat mir eben gerade noch Waffen zugesteckt und gesagt, wenn du hier raus willst, töte einfach alle, ich entfessel dich. Durchsuchen Sie mich. Aber widersprechen Sie sich doch. Durchsuchen Sie mich. Die Story ändert sich alle zwei Minuten. Mal. Durchsuchen Sie mich. Mr. Bitcoin dann durchsuchen, ja? Sie sind doch schon durchsucht worden. Nein. Ja, und ich war gefesselt die ganze Zeit. Na los. Aha, ich will von Ihnen durchsucht werden. Ich werde nichts finden, wenn ich Sie jetzt durchsuche. Das muss ich jetzt nicht tun. Doch, Sie werden was finden. Die Waffen, die mir Blanco gerade zugesteckt hat. Ah, warte mal. Also, er hat dabei eine Pistole, eine Pistole MK2.
Eine Kampfpistole, eine AP-Pistole, eine 50er, SNS, mal im Lager. SNS MK2. Korrekt. Schwere Pistole, Vintage-Pistole, Maschinenpistole, Heavy Revolver, MK2, schwerer Revolver, Marksman, Double Action Revolver mit 250 Munition, eine Keramikpistole, ein CLS-Katana, Rettet mich, hallo. Was übrigens cool ist, eine Bone AK, eine SCOM, eine irgendwas anderes, Revolver Ultra. Hellsniper, ja, Waffenlager M4 Gold, M4 Beast, Glock, Desert Scheiße, Nike, was hast du dem alles reingeschickt? Desert Pumpgun, Pumpkin, Spider AK, M19, Uzi, Ska und Fortnite, Grau, AK und so weiter. Ja. Gracias. Er hat einiges dabei, ja. Also Blanco, und jetzt frage ich sie. Das hat er auch wahrscheinlich getan, als er sie getragen hat, richtig? Jetzt frage ich sie, wer die ganze Zeit gefesselt war. Wer hat sie mir zugesteckt? Also einer von euch muss es gewesen sein. Und ich sage, meine Aussage ist, Blanco war es. Was jetzt? Er sagte nicht, dass sie vielleicht ein Entfesselungskünstler sind und sich temporär einfach befreit haben und sich danach wieder gefesselt haben. Okay, ich habe mich entfesselt. Sagen wir mal, ich habe mich entfesselt. Und wo habe ich die Waffen her? Okay, die Frage ist, wo bunkern sie gerade diese Waffen? Habe ich doch gerade gesagt, von Blanco. Blanco. Wo verstecken sie gerade die Waffen? In ihrem Kulo? Wo versteckst du denn deine Waffen? Hast du eine Langwaffe dabei gerade? Nein, nur eine Pistole. Wer hat eine Langwaffe dabei? Ich. Zieh mal raus. Wo war sie denn, Kulo? So, Schachmatt, Blanco, schnauze jetzt. In meinen Arsch. Schau mal, ganz einfach. Blanco hat mir die Waffen zugeschickt. Das ist meine Aussage. Was jetzt? Haben Sie einen Beweis dafür? Mein Beweis ist, dass ich die ganze Zeit gefesselt war und ich mir die wohl oder übel nicht gezaubert habe, weil ich nichts von Seher halte. Distanz. Ich verstehe. Ja, weiter. Wer sagte nicht, dass es jemand anderes aus dieser Abteilung war? Stimmt, einer von euch auf jeden Fall. Also sehr einer vielleicht. Von denen. Fico, der Vibrationsmensch da hinten oder Blanco. Einer von euch. Ja, vielleicht drehen wir auch das Ganze. Ja, aber vielleicht ist meine Aussage einfach, dass es Notschwall! Vielleicht hat es jemand hier eingeschleust, Mr. Bitcoin. Und wir würden das Ganze ihnen reinwürgen. Meine Aussage ist Blanco. Ja, was jetzt? Ja. Blanco. Er hat gerade auch sein Katana Raum, wieder weggenommen. Mr. Bitcoin, vier Zeugen hier im Raum. Ich habe kein Katana. Es war ein Gangster, der ihnen diese Waffen zugesteckt hat. Sie wollten das PD auslöschen. Ja, das war ihr Ziel, Mr. Bitcoin. Also sind sie genauso korrupt wie Blanco. Na klar, dann ist ja alles klar. Dann ist ja alles klar, wie Klos Brühe. Ich möchte zeigen, dass man auf jeden Fall zwei Geschichten drehen kann, verstehen Sie? Das Einzige, was man drehen kann, Armano, ist der Nippel von Blanco. Und das werde ich ganz genüsslich tun, mir und dabei zusehen, wie er leidet und sagt... Mr. Bitcoin, schauen Sie mal, Sie haben gestern schon die Army angegriffen. Sie haben mich vor dem DOJ umgeschossen mit einer Uzi. Und jetzt kommen Sie mit einem Waffenarsenal an. Ja, frag dich mal, wieso ich dich umgeklatscht habe, Mira, mit der Uzi. Weil du mir nicht mehr die Preise anbietest, die du mir vorher angeboten hast, Romanosi. Welche Preise, bitte? Ja, so wie ich dir sage. Preise? Für was? Waffen. Na, das haben Sie sich doch jetzt aus der Nase gezogen. Wir müssen schon jetzt den ganzen Satz zu Ende bringen. Meine Aussage, Blanco hat mir die Waffen zugesteckt. Ja. Bringen Sie mir einen Gegenbeweis. Bringen Sie mir etwas, wie ich die sonst hier haben könnte, die Pistolas. Andere, sag es mir. Das Problem ist, was sollen wir jetzt mit diesen Waffen machen? Wir können die auch nicht abnehmen. Weiß ich nicht. Mr. Bitcoin, sagen Sie es mir. Schmeiß den Schlüssel weg. Sperrt mich weg. Ja, das ist das, was ich an vorhin gedacht habe. Ja. Bueno, alles klaro. Aber ich sag Ihnen noch was. Ihr habt eine Rattan-PD. Was ist denn ein Penis mit 250 Munition bei sich in der Tasche? Was? Was redest du mir da? Ja, Penis mit 250 Munition. Ich nehme ihn das jetzt weg. Penis dabei? Was? Weil? Was hast du gesagt? Also, Blanco, das verstehe ich jetzt nicht ganz. Was soll das denn jetzt werden? Ja, alles gut. Ist also, das kannst du nicht wundern. Ja, ich steck dir immer kurz. Gut, wie auch immer. Dir was zu essen, ja? Handelt er wirklich mit Autos, Herr David Koenig? Mit Waffen, G. Du hast mich doch kontrolliert. Hast du bei mir Waffen gefunden? Ich hab gar nichts dabei gehabt. Nein, Amoku. Das kriegst du nicht korrupt. Ja, ich bin Detektiv, ich werde die alle erwischen, Amoku. Ich brauche eine Information, professionell, aber Amoku. Er ist sehr korrupt, Mann. Sehr korrupt. Du musst ihn, wenn dann, irgendwo hinlochen, wo du sagst, ich mach mit dem einen Deal, dann komm ich. Dann schnapp ich ihn, Amoku. Verstehst du, was ich meine? Ja. Aber wir können ihn auch schlecht mit diesen Waffen hier rausgehen lassen. Du kannst aber auch mal leiser reden, deinen. Ja, schrei nicht. Ich könnte auch einfach zuhören. Also ich sag dir, Manu, hab ein Auge auf Blanco. Skull Hacker, danke schon. Aber der ist Chief Amoko, der hat gerade Macht, weißt du, der kann uns alle Macht fertig. Welchen Rang hast du bei dem PD? Ich bin 10, ich bin Detektiv, Rang 10. Der ist 12 oder so. Geht nicht, Mann.
Das ist doch nicht, was ich meine. Das ist doch nichts, was man nicht machen kann. Guck mal bitte beim DJ durch. Ich habe viel Ausbildung gemacht, weißt du, ich professionell am Ich bin nur Lehrer, den ich kann lesen, ich schreibe nicht. Mit meinem Deutsch nicht gut, weißt du? Aber Silas, ich danke dir. Vielen, vielen Dank. Für 20, für 10 verschenkte. Mach erstmal Deutsch. Vielen, vielen Dank, Marcelis. Hallo. Schau mal, wie die dich beleidigen, hast du gehört? Ja, Mucho, ah, was soll ich machen? Ohne, ich bin gar nicht nirgends zu MSC. Kannst du mir Blanco sein bringen? Wie denn? Du bringst ihn mir. Ich fahr mit ihm Streife. Du sagst mir Standort, ich fahr vorbei. Mhm. Okay, kein Problem. Gut. Schick mir einen Standort, ich fahr da vorbei mit Auto, mit ihm zusammen auf Streife. Und dann beweise ich dir, dass er korrupt ist, bueno. Okay, ihr müsst uns aber einpacken. Bueno. Okay? Okay, dann schick mir Standort. Hast du meine Telefon? Ja, natürlich. Okay, dann mach mir einen Standort. Sag mir Uhrzeit. Ich fahr dort genau aus Versehen so vorbei. Ah, ich mach Streife, fahr den und so. Und dann kommt ihr, tack, schnappen. Und ich mach dann Hilfe, Hilfe, Hilfe. Am gut, dann macht ihr das, okay? Bueno. Dann ist schon mal, was passiert wirklich. Bueno. Okay, verstanden. Du hattest gar nichts in Tasche. Ich verstehe nicht. Am gut, du hast LKW in deinem Taschen. Was war das? So viel haben wir nicht einmal im Lager unten. Was passiert jetzt mit mir? Ich würde sagen, ich würde dich gehen lassen, weil du hast nichts dabei. Okay, alles klar. Aber die... Jo, alles klar, bis dann. Okay, wir werden gehen, komm mal her. Ich muss ihm jetzt alles abnehmen hier. Natürlich. Ich glaube, so viel kannst du gar nicht tragen, oder? Weiß ich nicht. Soll ich einen LKW reinfahren hier? Ja, ich habe ihn alles abgenommen schon. Okay. Gut, dann müssen wir... Ja, bringt ihn ins SG. Normaler Waffenbesitz. Okay. Und Fahrzeugdiebstahl. Wir haben nämlich keinen Terroristenwaffenbesitz im Strafkatalog. Das wird jetzt eingefügt in Amsterdam. Kannst du ihm die Geldstrafe und so geben? Ja, natürlich, machen wir. Okay, danke dir. Ich bleib erst hier, ja? Und wie viele Haftanheiten bekomme ich jetzt? Ja, tatsächlich, bei Waffenbesitz wird es nicht die Welt sein. Wenn ich jetzt richtige Erinnerung habe, wird das bei 15 Monaten liegen, Mr. Bitcoin. 15 Monaten, die schlage ich dir die Fresse ein. Ah, können Sie ja gerne probieren. Werde ich machen. Wie stellen Sie sich das vor? Denkst du, ich bin für immer da, oder wie? Ha? Denkst du das? Denkst du das, Roman? Denkst du das von mir, ja? Ah, 15 Monate sind doch eine lange Zeit. Jetzt bam, wieder alle Rechte nicht vorgelesen rein, obwohl ich noch nicht drin bin. Und dann machen sie es gleich und dann habt ihr mich wieder gehopst. Miss Savage, danke dir für 9 Monate. Ihr kleinen Pendejo de Mierdas. Ihr kleinen Chuchas. Ich würde das nicht sagen, Amoko, sonst geht ein paar Monate lange, weißt du, wegen Beleidigung. Halt die Fresse. Wie redest du mit mir, Amoko? Ich rede mit Blanco. Ach so, okay, dann. Kein Problem. Whitebeard, bitte wiederholen. Ah, Mr. Bitcoin, Sie können gerne aussteigen. Elve, vielen, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Oha, SHX, Dankeschön. Gib mir meine Scheißhaftanheiten. Und zischt ab. Ja, sofort, Sie kriegen noch eine Rechnung, ja? Digga, ich küsse euer Herz, Leute. Vielen Dank für den Support. Für Bösereien muss bezahlt werden. Ich meine, Sie sind ja reich, richtig? Sie haben doch Plata. So, einmal die Rechnung, dann können Sie gerne zum Haftrichter nach da vorne, ja? Na gut. Sind er immer noch anschellen? Nein, der ist nicht gefesselt. Moment, ich schau mal nach. Doch, ich bin gefesselt. Ja, du musst den nochmal fesseln nehmen. Ach so, in die Fesseln nehmen? Besti, danke schön. Hey Leute, danke für den geisteskranken Support gerade. Jetzt. Jetzt, okay. Die haben keine Dings vorgelesen. Die haben keine Rechte vorgelesen. Jetzt. Astra Amja, ich danke dir. Oha, Mowgli, 20 verschenkte. Submarathon lief. Ey, vielen, vielen Dank. 39 Haftanheiten habe ich bekommen. 39? Ich dachte 15 für Waffenbesitz. Hola, Mr. Bitcoin. Kommt, lass uns eine Aufstellung machen, Romanos. Wer ist bereit für die Auswanderung, Romanos? Gibt es jemanden, der nicht so Lust darauf hat? Oder gibt es Leute, die, wo ihr wisst, die haben nicht so Lust drauf von uns? Nein, also von uns nicht. Chief, danke schön. Also jeder ist bereit auszuwandern. Wir müssen auch irgendwas machen, Romanos. Also ich weiß nicht genau, was wir jetzt gerade so lange machen können. Ist halt, sag ich Ihnen, sehr, sehr schwierig gerade. Bankraub geht leider nicht, ja. Wallah, ich will so gerne... Ich schwör's dir, Kalito, bitte lass uns in dem neuen, also den neuen Klienten, dass man alles ausrauben kann. Ich schwör's dir, wir haben jetzt Army, wir haben PD, wir haben genug staatliche Fracks, die diese Bankräube bearbeiten können. Romanos, meint ihr, man kann einen Überfall machen? Wenn genug PDler da sind? Ja, PD ist da, PD ist genug da. Army ist auch am Start, also sollte eigentlich gehen. Lasst uns einen Überfall machen, habt ihr Lust? Ja, gerne. Also, Romanos, wie gesagt, gibt es irgendetwas, was ihr besprechen wollt? Auf den Herzen habt? Momentan eigentlich nicht, nee. Gut. Halt alles sehr ruhig.
Mach die Autos breit, kommt mit, wir fahren. Lass uns mal versuchen. Wie geht das jetzt hier? Ich glaube, sie müssen in den Keller. Versuch mal. Ich kann nicht. Wieso? Bei mir passiert nichts. Ja, du musst, ich glaube, du musst hier unten bleiben, ja? Du kannst ja nicht weg. Bitcoin, wir haben tot viele Geiseln. Das waren doch die, die ihr gerade gefragt habt, von welcher Familie sie sind, oder? Ja, und noch andere Kollegen. Ich haben die Waffen dabei gehabt? Hallo, Michel. Warte, bleib mal stehen. Bleib mal stehen. Das Kackmal. Kackmal. Jamal, Jamal ist das. Warte mal, Jamal! Ja, warum meine Sachen? Ja, die, ich brauche die, ich habe keine. Käse, wie geht's mir? Meine Bruder. Nein, nicht von mir, ich hab keine Waffen, ja. Mein Gott, Waffenhändler, mir Waffe klauen bei mir. Ja, das ist schon gestartet, die ist schon da. Abi! Nicht schießen, bitte. Geh gut. Einer von euch kommt mit mir von nach vorne, wer will mitkommen? Kann ich? Kollege. Steh, komm. Geh du mit. Bei mir lädt hier nichts. Ja, bei mir auch. Mir lädt hier nichts. Einer muss nach vorne. LSPD! Ja. Guten Tag! Mr. Bitcoin ist hier und raubt die Bank aus. Ein wunderschönen guten Tag, Mr. Bitcoin. Stinkt hier so nach Scheiße, mir da. Guten Tag, Officer. Hallo, guten Tag. Einmal zur Vorstellung. Ich bin Special Officer Doofy. Das ist meine Einsatzleitung. Das ist der Sir Whitebeard. Und wir haben hier einen stillen Alarm bekommen an der Staatsbank. Befinden sich im Gebäude Geiseln. Ja. Sir, ich will nur, dass die Geiseln rauskommen und ich hoffe auf eine friedliche Verhandlung. Wir sind friedlich, wenn das Geld friedlich ist. Okay, Sir. Wie viele Geiseln befinden sich denn im Gebäude? 12. 12? Richtig. Können wir die Geiseln sehen, Sir? Bring mal ein paar Geiseln nach oben, aber nicht alle. Am besten irgendwie so alle. Wow, was ist das denn für ein Polizeiauto? Das ist mein Panto. Oh, sieht sehr zuverlässig aus. Dankeschön, Sir. 2 Liter auf 100 Kilometer oder wie sieht der Verbrauch aus? Kommt hin, Sir. Sehr gut. Oh, Fico, hola. Hola, Hermes, wie geht's dich? Ah, ist so bien mierda, so sieht man sich wieder, sieh? Gut. Ja, richtig. Hier haben wir ein paar Geiseln. Oh, wir sind halt alle schlecht. Die waren doch gerade im Knast, Sir. Ich war im Knast, ich bin ausgebrochen. Ihr habt mir gesagt, 15 Monate bekommen ich habe, aber ich habe 40 bekommen und ihr habt mir nicht die Rechte vorgelesen. Ja, das stimmt. Ja. Können die Geiseln denn sich kurz vorstellen? Stellt euch mal vor, Geiseln! Hey, Matthias, ja, wie geht's? Ja, passt schon, bei dir? Sehr gut. Danke, mein Freund. Wie alles sehr bestens. Gut, Mirda? Zisch mal rein, Mirda, was sehr gut? Du bist ja eine scheiß Geisel, hast du mich verstanden, Mirda? Bevor ich dir einen Knockout gebe, Hermano. Zisch mal ab, Andale. Ha? Was lachst du hier rum, Mirda? Aua. Fick den Nagel, wenn tut mir leid, wir haben nur noch eine Geisel weniger. Komm, ich geb dir ein paar Tage. Okay, kann sich die andere Geiseln hier vorstellen? Nein, die haben Angst. Ich möchte einfach nur, dass die, wie soll ich sagen, ja, dass das Geld bezahlt wird von euch. Pro Geisel 100.000. Also sie haben 11 Geiseln und wollen 11 mal 100. Und sie wollen 700.000 von uns haben. 650, hör auf mich zu verarschen. Sir, wir können es hochhandeln auf 800.000, okay? Also 800.000 letztes Wort, 550 oder wir gehen hier nicht weg. Okay. 11 Geiseln, 1 Million. Die wollen mich verarschen, ey, Hermanos. Ich glaube, die wollen mich verarschen. Sagt ihnen 500.000 oder ich töte die Geiseln. Ja, wir wollen 500.000, sonst sind die Geiseln tot. 500.000? Ja. Ich muss auf die Einsatzleitung warten, Sir. Hey, jeder. Padre! Oh, komm mit. Komm mit rein, okay. Komm mit rein, beide bald durch. Voll Idiot, ihr seid jetzt auch unsere Geiseln. Hey! Hilfe! 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 Fesselt die mal. Hey! Digga, das wird jetzt wieder so umgekehrt. Wir haben 2 Geiseln, Alter. Mehr jetzt. Ein Kartell lockt mich ran und ihr guckt zu! Es handelt sich jetzt um 13 Geiseln. So, einmal alle aussteigen, bevor ich dich auseinandernehme. Und jetzt rein damit. Na los, Reini, andere. Kleine Chucha. Rein hier! Okay. Sind doch ein paar Geiseln mehr geworden.
Und wie viele mehr? Ist mir scheißegal, die Summe hat sich geändert. 300.000, nicht mehr, nicht weniger. 300.000? Für alle Geiseln. Für alle. Das muss ich mit der Einsatzleitung besprechen. Ich lass mich nicht lumpen, Hermanus. Gucken Sie mal, Sir, okay? Sagen wir, weil es jetzt mehr Geiseln sind, 300.000, ich kann das nicht machen. Ich kann Ihnen 500.000 anbieten und das ist wirklich mein letztes Angebot. Gut, holt mir sofort eine Geisel mir da. Eine stirbt jetzt. Ich lass mich nicht verarschen. Nein. 300.000 habe ich gesagt! Das ist meine Forderung! Ich kann doch auch nichts machen, Alter, was die Einsatzleitung sagt. Ich bin das egal. Ja. Bring mir eine Geisel hier raus. Sehr gut. Auch noch ein hässlicher von denen. Den vermisst sowieso keiner. Gut. Ich frag das letzte Mal. 300.000. Bleib stehen, Chucha. Dreh dich um, ich will deine Fresse nicht sehen. Dreh dich um! Jan, danke schön. Kann ich bitte getrennt von den Männern stehen, bitte? Danke. Halt die Waffe auf ihn. Grün? Wie kommt es, dass Sie mit Ihrem Fahrzeug ein Teil dieser Geiselschaft geworden sind, die Dame? Ich bin noch gar nicht gefahren. Ja, aber mir gibt's ja einen Korb rein. Geh doch einfach weg, Mann, bitte. Wieso kann ich dich nicht nehmen? Geh, verpisst euch mal von ihr, Mirda. Zisch mal ab. Eine bleib hier in der Ecke stehen, die Dame. Ich wusste das. Wenn Miami hier ist, wird gefährlich mit der. Ja. Hey, wo ist Miami? Warte. Zischt mal ab, Mirda. Stellt euch mal da vorne hin. Stellt euch da vorne hin, Anderle. Matt. Baby, bitte. Ja, bitte? Du, passt auf, dass sie sich fernhalten von der Chucha. Adri sucht dich. Hier ist er. Hier. Hey, Mr. Bitcoin. Ja. Wollen Sie grün oder schwarz haben? Welche Farbe? Schwanzfarbe oder grüne Farbe? Was redest du für eine Scheiße, Mirda? Ich will Grüngeld. Ja, okay, grün, okay. Kein Hä, grün. Ich kann ja, niemanden nehmen. Grün. Kannst du die mal kurz abmachen? Bitte, nur ganz kurz. Oh. Kannst du die ganz kurz abmachen? Wollen Sie nicht lieber Schwanz? Meinst du mich? Ich meine Schwanzfarbe? Was? Ja, ich habe Kamera-Probleme, bitte. Schwarzgeld, Sir. Ja, nein, ich will Grüngeld, Mirda. Ich will Grüngeld. Okay, Sir. Das ist so weitergegeben. Bleiben Sie ganz ruhig. Bitte keine weitere Geiseln erschießen. Es wurde noch keine erschossen. Ich habe gegen die Wand geschossen. Danke. Können wir ein bisschen vielleicht runterhandeln, Herr Mr. Bitcoin, anrufen? Ein bisschen wenig macht Geld? Was? Was sagen Sie? Bisschen wenig, aber bisschen wenig, vielleicht ganz wenig. Wie viel? 250.000, wenn es in Ordnung für Sie. 1 Million. Nein, mach mal 250. 1,1 Millionen. 3 Millionen. Du hättest lieber Dufi verhandeln sollen, du Haufen Scheiße. Ja, Amro, ja, ich probiere. Ja. Alles klar, letzte Forderung, 1 Million. Selber schuld. Nein, Mirda. Der hat ihn alles verkackt. 1 Million, nicht mehr, nicht weniger. Ich habe gar nichts gesagt. Komm rein. Hey, Jungs, ich bin schlafen gestiegen. Komm rein, dann schießt in die Flasche. Oh. Ja, dann nicht schießen, nicht schießen. Zu den anderen am besten. Du, komm mit mir. Bei Frauen werden die immer weicher. Zieht die Frau aus, zieht die Frau aus. Ihr Oberteil nur. Minus 1. So. Hi. Ja, Sir? Stell dich vor, Anderle. Lauter. Hi, ich bin Anne. Hallo, Jabrum, wie geht's dich? Super, ja, danke. Haben Sie genug Essen und Trinken da drinnen? Ja, ich bin völlig versorgt hier. Werden völlig versorgt, ne? Das hört sich sehr gut an. Wie viele Damen und Männer sind da drinnen? Wissen Sie das? Sag ihnen halt die Fresse. Halt warum zählst du nicht? Warum soll ich das zählen? Ja, mach dich doch schlau. Nein, gar nicht. Ja, aber... Gehen Sie doch selber reingucken. Sie wissen, sag ihnen, er soll B1 machen. Wie heißen Sie denn? Machen Sie B1. Was? Machen Sie B1. Machen Sie B1 heißt die. Wie heißt du? Wie heißt du? Machen Sie B1. Die sind dumm, ja. B1? Was ist das? Dumm. Was ist B1? Spielen Sie auch nicht. Bingo? Bingo 1? Nee, so alt bin ich noch nicht. Okay, also Ma'am, Bingo, wir versuchen unser Bestes, Sie rauszuholen, okay? Ich weiß. Bleiben Sie ganz ruhig, widersetzen Sie sich nicht. Wir sind alle sehr nett. Bis auf die anderen Geiseln. Das sei mal die Geiseln nicht nett, sind wir da schon respektlos. Es gibt eine Anzeige. Die Geiselnehmer sind einfach netter als die Geiseln. Und die Jungs, Gott sei Dank, passen auf. Ja. Sehr gut. Ja. Dass die Geiselnehmer netter sind, als die Geiseln schon haben. Beruhigen Sie sich, ja? Nicht Angst haben. Alles gut. Okay, Audun, du bist so schön. Sagt ihnen, ihr macht mir mehr Angst als die Geiselnehmer. Bitte schön. Ja, geht's Ihnen gut? Sie machen mir ein bisschen Angst. Warum denn? Sie klingen so nervös. Haben Sie das schon mal gemacht? Natürlich habe ich das gemacht. Ich bin professionell. Wie redest du mit mir? Ich flipp gleich aus. Ich hol dich gleich raus. Okay, schreien Sie mich nicht an. Ja, okay, tut mir leid. Danke. Okay, Mr. Komisch.
Ja, ich kann nicht hören. Haben Sie, können Sie uns alle Geiseln zeigen, so auf einmal? Wollt ihr mich verarschen? Oder zumindest ja gar nicht ein paar, dass wir wissen, oder um wie viele Geiseln handelt es sich genau? 17. Ungefähr, ja. Hört mich jemand im Phone-Caller? Wer weiß, wie lange das noch dauert mit dem Blatter? Wollen Sie nur Geld oder wollen Sie auch irgendwas weg haben? Brauchen Sie Auto, irgendwas? Schau mal, Hermanos, wir brauchen einfach nur Blatter. Verstehst du mich? Was ist Blatter? Ja, ich höre dich, Hermanos. Ich kann nicht so gut Türkisch. Das dauert noch eine Minute ungefähr. Ich auch nicht. Bueno, alles claro. Blatter ist Geld, mierda, Geld. Ah, para, ein Geld. Okay, kommt auf keine dummen Gedanken, Hermanos, sieh. Wenn ihr mich niederschießen wollt, wird ihr sie treffen. Also, Sir, denken Sie, dass jemand wie ich auf Gedanken kommt, die dumm sind? Irgendwie schon, ja. Vor allem mit deinem dummen Partner daneben dir. Das denken Sie, dass die Gedanken, die wir gedacht haben, die Gedanken sind, die wir gerade denken. Denken Sie das? Ich weiß, das hat dich irgendwie noch ein bisschen dümmer gemacht. Was? Hör zu. N, sag denen, du fühlst dich irgendwie unwohl. Herr Officer? Ja? Ich fühle mich ein bisschen unwohl. Also Sie können mittlerweile wieder reingehen, ne? Ja, ja, geh rein. Geh mal rein. Darf sie nicht. Wie, du machst ja... Sie sind ja aber richtig dumm hier, da. Ich hasse Officer Doofy. Wirklich? Ja, der hat schon Stress mit uns gemacht. Sollen wir ihn umbringen? O3 oder so hieß sie. Das ist Ihre Entscheidung, Mr. Bitcoin. Zu wem gehörst du? Breitenberg, Kali Zivi. Was? Du bist ab jetzt keine Geisel mehr, Mierda, sondern eine Geiselnehmerin. Okay. Hast du eine Waffe dabei? Ey, hat von euch jemand was zu essen? Ja, yeah, hol die Waffe raus. Brauchen Sie was zu essen? Ja, wirklich. Okay. So, ihr scheiß Vollidiot Mierda. Jetzt habt ihr das dazu gebracht, dass eine Geiselnehmerin geworden ist, weil ihr sie so behandelt habt. Oh, scheiße, ich hab leise geredet. Alles nochmal neu. So! Sie ist jetzt keine Geisel mehr, sondern auch eine Geiselnehmerin. Und das habt ihr euch zu verdanken, weil ihr scheiß Arbeit macht, Mierda. Ihr bringt die Leute dazu, wieder kriminell zu werden. Beruhigen Sie sich doch. Ja, 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 Mierda, ja, ja. So, wie viel Geld wollen Sie haben für die kompletten Geisel? 300.000, ja. Also, okay, 300.000. Wie viel haben wir bekommen? Dann zeigen Sie uns 900 Geiseln und denen entsprechend was? Dann verhandeln. Es gibt nichts. Die sollen mir die mal bringen, die sollen mir die mal bringen. Lassen. Wir müssen die Geiseln sehen. So, wie viele Geiseln haben die schon gezeigt? Officer Doofy? 8 gezeigt. 3 noch vorhanden. Ach, Maria, wo bist du? Gut, dann wie viele Geiseln haben Sie nochmal? Wie viele Geiseln haben wir nochmal? Wie viele? 13, 14? Wie? Gut, 2 haben Sie gezeigt. Dann zeigen Sie bitte, dann zeigen Sie nochmal die restlichen 11, bitte. Okay, N, komm mit rein. Kleinen Moment. Dementsprechend können wir dann handeln wegen. Zieht mir ab, gibt ihm. Hör zu, N. Ja. Achso, ja, du musst, gut. Hast du eine andere Perücke dabei? Ich bin Nettie, nein, nein. Wie, du bist Nettie? Ja, ich heiße Nettie, ja, ich habe einfach nur N gesagt. Was? Damit nein, nein, oh, du bist voll schlau, Mierda. Okay. Danke. Okay. Scheiße, scheiße, wo ist das Blatter, Mierda? Gib mir das Blatter. Okay, sehr gut. Nein, ich hab's nicht. Was ist durch hier? Warum? Hab ich Geld bekommen. Sie müssen in Ihre Tasche gucken, da sehen Sie das liegen. Läufst du denn schon wieder, du sehr gut. Listvieh? Okay, du komm mal mit raus hier. Okay. Du bist von London? Nein, ich war das letzte Mal, also vor 3 Monaten noch. Tut mir leid. Okay, so, stehen bleiben. Sorry. So, hier ist noch eine Geisel. Geht's Ihnen gut? Dementsprechend, ja. Vielleicht auch was ich werde sehr gut behandelt hier. Einmal den Namen bitte. Milos. Was? Milos? Ja, ja. Wie heißt der denn? Milos. Und Nachname? Warum lachen Sie? Nein, das ist, meine Kollege hat was anders im Funk gesagt. Alles gut. Ich fühle mich besser behandelt. Ja, fragt ihn, wie viele Polizisten seid ihr habt? Hey, könnt ihr uns überhaupt schützen? Rein, wir wissen Ihren Namen. Gehen Sie rein, holen Sie die Nächsten. Ja. Wie viele Polizisten sind Sie denn? Haben Sie überhaupt Schützen? Das interessiert dich nicht. Schau, dass du reingehst. Wir verhandeln. Ja, ich möchte mein Leben schützen. Warum machst du so mit mir? Wir schützen dich schon. Ja, du hast kein Problem. Ja, aber du lachst über meinen Namen. Wie soll ich mir dann sicher sein, dass du mich schützt? Der Funk ist auf Boden gefallen. Alles gut. Ja, zufälligerweise. Sir, schauen Sie mich an. Was denn? Es wird alles gut. Alles wird gut. Oh, ich dachte gerade, Sie zeigen mir den Mittelfinger. Nein, das Daumen. Gut, okay. Komm wieder rein. Ich glaube, der hat Drogen. Ich habe alles rausgeholt, was ich kann. Es tut mir leid. Sehr gut. Diese Vollidioten. Das sind alles keine. Wir haben ihn vertrieben. Aber warte doch eins. Okay, ich brauche die nächste Geisel. Du hier, Mr. Brille. Mr. Doofy. Komm mit. Das ist die nächste Geisel. Stell dich vor. Gott, nicht Doofy. Hallo. Einmal schreien, bitte. Hallo, hört man mich? Ja, wie heißen Sie, Sir? Sombra, mein Name. Wie? Sombra. Sonnenbrand? Nein, Sombra. Samra? Sombra? Nein, Sombra.
Wie geht es Ihnen, Sir? Sehr, sehr gut. Sehr gut, Sir. Alles klar. Wir kümmern uns darum, dass alles gut bei Ihnen wird, Skandal. Ja. Passen Sie auf sich auf. Wir haben Ihren Namen. Alles gut. Ja. Gehen Sie wieder rein. Nächste Reise. Oh Gott, warum bist du wieder? Sombri, hör mal zu. Sombra. Zieh dich mal aus, Maske runter und geh gleich raus. Ja. Verstell deine Stimme und sag, du heißt Zelda. Schnell. Zelda? Ja. Ich zieh noch Brille und Cap aus. Hier. Ja, wir haben das am besten auch Waffe weg. Bitte einmal die Handschellen hier vorne abmachen, der gut, komm mit. Gleich. Hier ist eine richtig gute Stimme von dir hören. Hier ist die nächste Geisel. Ja. Hallo? Hallo? Hört man mich? Hast du Helium gesoffen? Was ist mit dir los, ha? Ja, die füttern mich mit Helium. Ach du Scheiße, wie heißt du denn? Zelda. Selma? Ja. Ach ja, du mach, was ist mit dem passiert? Alles gut, geh wieder rein. Oh, ja. Geht's dir gut, Gandorf? Ja. Okay. Ach du Scheiße. Sehr gut. Ja. Miami? Ja. Komm mit, los, geh vor. Jamal, komm, Baby. Halt deine Fresse mir, hab ich Jamal gesagt? Stell dich vor, du auf den Scheiß, Andale. Hallo, Sir. Hallo. Hallo, Sir. Ich bin eine Geisel von diesem Mann mit blauem T-Shirt. Wer hat denn hier ein blaues T-Shirt? Er hat ein blaues T-Shirt. Ja, was wollen Sie wissen von mir? Wie heißen Sie, Sir? Mein Name ist Miami. Leichter, Kollege. Sir, wer hat denn ein blaues T-Shirt? Ja, ich weiß. Konkreten Sachen. Die professionelle Arbeit. Ja, professionelle Arbeit, aber was wolltest du von mir jetzt, Kollege? Wie heißen Sie? Nein, keine Angst. Ich okay, nicht Albaner. Angst haben. Gehen Sie wieder rein, Sir. Thank you very much. Los, rein hier. I'm thank you, fuck you, normal. Gut. Ich mach den umgekehrten Donovol. Ja. Du hier, wie ist dein Name? Milos. Gut, Milos. Ausziehen, Nova. Gleich Stimme verstellen, du sagst gleich, du heißt... Simon Schwarzgeld, 100k, brauche ich. Playboy. Sagen Sie mir, welche Richtung Stimme verstellen. Hauptsache, sie sollen dich nicht erkennen. Ah, okay. Also Amado-Style. Nein, heller, ganz hell. So hell du kannst. Okay. So, nächste Hallo. Geisel hier. Wie richtig hell. Sie, Sir? Piepsig. Piepsi. Pieps. Ja? Bestafulla. Amro, machen Sie mal die Arme hoch. Ja. Wie soll er die Arme hoch machen, wenn er gefesselt ist? So auf den Scheiße? Sind Sie gefesselt? Nein, ich darf nur testen. Alles gut. Geht's Ihnen gut? Wurden Sie versorgt, Sir? Ja. Sind da viele Frauen drinnen? Ja. Geht's den Herren gut? Ja. Ja. Wie heißen Sie nochmal? Pepsi. Pepsi, mehr? Und ich bin Po am... Okay, verstanden. Gehen Sie wieder rein, nächste bitte. So, du kommst jetzt wieder rein, Pepsi. Oh mein... Ey, das war maximum unangenehm. Keine Ahnung, wieso du das gemacht hast. Ja, Sie haben den Wagen. So, du kommst jetzt mit. Achso, warte mal, erstmal hier, bevor er ausblutet. Mahon, hörst du mich? Ja, Sir. Sag, dir geht's gut, du hast dich nur schlafen gelegt. Okay. Hier ist der Nächste. Hallo, Sir. Hallo. Mir geht's gut, soweit. Ich habe nur einen kleinen Schlafkur eingelegt. Sie wissen es auch nicht. Wie heißen Sie denn, Sir? Mein Name ist Gustavo. Gustavo Mahon. Mahon? Gustavo Mahon. Richtig. Sind Sie, waren Sie nicht beim PD noch vor kurzem, Sir? Nein, das war ein anderer. Okay. Doch, du bist beim PD, halt deine Fresse. Ja, richtig. Ist der nicht PD-ler? Ja, wir haben einen PD-ler hier. Ich bin ein PD-ler, richtig. Mahon, du bist doch der Araber im PD, oder nicht? Richtig. Ah, oder der Türke. Arabian, ja? Eine Arabe. Ah, Ewa, Habibi. Yalla. Yalla, ja, Romano. Und sonst so? Wie, geht's dir gut eigentlich? Ja, ich schlafe so ein bisschen. Mir geht's sehr gut. Ne? Schön. Ja. Wieso soll es dir nicht gut gehen? Bisschen. Ja, ich verstehe. Das stimmt. Sehr gut, genug geredet. Dann muss ich wieder ausruhen. Ja, tschüss. Bist du stolz auf mich, Padre? Halt die Fresse. So, die nächste, das ist die 9. Hallo, guten Tag, Sir. Wie Hallöchen, ich bin Morant. Morant, geht es Ihnen gut? Haben Sie genug Essen und Trinken? Mir geht's super. Alles klar, Morant, wir tun unser Bestes, dass Sie hier rauskommen, Sir. Alles klarchen. So, reicht mir da, Morant. So, Miami, sofort ausziehen. Warum? Ausziehen. Oh, ich eine Strip-Money oder was hier? Nein, das machst du schon genug im DC. Mach, ausziehen, Anderle. Ja, ich kann nicht, ich muss fest weg, Abi. Wie geht das denn überhaupt hier? Aha. Was? Oh. Schuhe auch. Oh. Schuhe?
So, und jetzt verstellst du deine Stimme und sagst, du bist... Ich kann das nicht, wieso das... Du hältst deine Fresse und ich töte dich! Du bist Sergio Mendes. Nein, bitte, bitte, ich kann das nicht. Red mal ein bisschen leiser. Ja, sag einfach, du bist Florida. Verstell deine Stimme, die sollen nicht verstehen, dass du das bist. Wenn du es nicht machst, schieße ich dir den Kopf von hinten. Und verstoß dich von der Familie. So, die nächste Geisel. Ganz hoch, so piepsig. Hallo, so. Sir, wie heißen Sie? Ja, mein Name ist Josef Gringo. Gringo, mein Name, Josef. Gringo? Gringo. Und Gringo, geht's Ihnen gut, Sir? Ja, mir geht's gut. Wie geht's Ihnen? Ist gut. Bisschen Deutsch. Herr Bitcoin. Ja. Wir werden unter vier Augen reden. Dafür kriegen Sie Amsterdam als Pfand. Was sagen gut. Sie davon? Akzeptiert. Gut. So, Josef Gringo, rein mit dir. Dann warten Sie. Okay. N. Ja. Du musst jetzt einmal deine Stimme verstellen. Okay. Das schaffst du. Und dafür kommen die Geiseln frei. Warte. Okay. Muss ich mal fesseln? Zieh mal dein. Nein, alles gut. Aber hast du eine andere Haare oder so? Ich kann eine Maske aufsetzen. Ja, zieh mal eine Maske auf. Oh, deine Augen sind so vornisch. Man will, Sir, ja. Wir sollten besser nicht umgehen, okay? Okay. Du gehst raus und du, du musst deine Stimme auf jeden Fall verstellen. Sag, du heißt Frederica. Okay. Ja, okay. Frederico. So, die nächste Geisel. Hallo. Hi. Ja, schon. Hallo, B1. Hallo, Hi. B1. Wie geht's dich? Ich bin nicht B1. Mach mal die Maske runter. Das ist die Zwillingsschwester von ihr. Ach, kann so. Ich nicht. Ich hab eine ansteckende Krankheit. Ehrlich? Hast du Corona? Ja. Nee, was anderes. Okay. Kommen Sie mit, bis damit kommen. Wir reden. Gute Besserung. Danke. So, das war auf jeden Fall die nächste Geisel. Sehr gut. Oh mein Gott. Jetzt sehe ich nichts mehr. Ah, helf dir mal. Ja, wo ist Amsterdam? Hinter mir. Ja. So, Herr Bitcoin, kommen Sie. Wir wollen doch reden. Ja, ja, klar. Was heißt das jetzt? Kommen Sie mit, Herr Amsterdam. Kommen Sie mit. Wir reden. Klaro. So. Ich mag dich als Geisel, Amsterdam. Hey, Hermanos, wir haben Amsterdam als Geisel. Behaltet ihn fest. Passt auf ihn auf. Alles klaro. Wo soll ich hinkommen? Wir reden. Wie ein Männern unter vier Augen. Wie ein Männern? Okay. Ich will kein Pedila, dass er mitkommt oder sonst was. Juckt mich nicht. Habt ihr mich verstanden? Was für Opfer. Ganz ruhig. Was ist? Loser. Wenn ich sage, ich rede nur mit denen, dann rede ich mit denen. Ich will nicht, dass irgendwelche ihr sonst haltet Abstand von mir. Wenn ich sage, ihr haltet Abstand, dann haltet, diskutiert nicht im Funk. Ruhe jetzt. Verzeihung. Natürlich. Ich gebe Ihnen jetzt $400,000. Ja. Aber, Jungs, ich kläre doch. $300,000 und Sie lassen den ganzen Geisel. 400. Sie haben nur 300 gesagt. Du hast gerade 400 gesagt. Die Officer laufen hierher, wieso? Wie viel habt ihr verhandelt? Ach, ja, gut, dann kommen Sie mit. Warte, wohin? Mir fehlt die 100.000. 300, gib mir 300, André. Wie viel? 300. Warte, bring ich dir. Na gut. Hey, Officer, komm mal her. Wie ist dein Name? Ich nicht, ich bin Sam Saddam. Was? Wie? Geht's Ihnen gut? Ja, mir geht's gut. Perfekt. Schön, dass wir Sie jetzt hier haben. Und wer ist da hinten? Irgendein Typ, den ich aber reingeschickt habe, ich mir nicht blöd. Oh, sehr gut. Hören Sie auf, lassen Sie mich in Ruhe. Alles gut, ich bin noch hier. Wir wollen nur die Geiseln da rausholen. Von Ihnen will ich nichts. Sie können gleich freien Abzug haben. Kriegt ihr doch. Gut, kommen Sie mit. Oh, die haben mich auseinandergenommen. Er ist gemeingefährlich. Passen Sie bloß auf, White Beard. Ich war noch nie gefährlich, Amsterdam. Natürlich nicht. Oh, er hat mich so hochgenommen. Geil. Mal hier rüberspringen auch. Natürlich. $300,000 könnt ihr jetzt bringen. Genau, $300,000, ja. Vorsicht, da kommt... Jemand, der wenigstens Führerschein hat. Ne, ja, doch nicht. Leo, danke dir. Jungs, $300,000. Ja, alles gut, warten Sie. Herr Pratt? Wir müssen auf jeden Fall aufpassen. Sie sollten auch bei der Tafelrunde öfter die Leute kontrollieren, wer weiß, wer da steht. Natürlich. Kerem, dankeschön. Oder Sie müssen aufhören, auf der Tafelrunde direkt über Ihre Geschäfte zu reden, eins von beiden. Ich war schon immer ein Mann des Risikos. Wir wollen weiter. Das freut mich. Wir werden sicherlich viel Spaß haben. Mhm.
Das werde ich haben. Hermanos, habt ihr 300.000 in Kleingeld geholt oder was ist da los? Beeilt euch mal bitte. Samet, danke dir. Sieht aber nicht so viel aus, wie viel, dass ihr viele Beamte mitgeholt habt, sie. Ah ja, der Gefahrenlage entsprechend. War jetzt kein großer Einsatz. würde auch 300 schwarz gehen? Natürlich nicht. 400 schwarz. 400 schwarz, okay. Okay. Alles klar, let's go. Gut, Hermanos. Hermanos, fahrt uns hinterher! Sehr gut. Vollidiot. Oh. Ja, mich abgeknallt. Oh, das ganze Auto schon tot. Check meinen Tuner vorne. Check meinen vorne. Zieh ihn raus. Jetzt fahr weiter, fahr weiter. Als er zu mir meinte, vier, geht auch 300.000 schwarz, nein, wusste ich, die wollen mich verarschen. Da gibt kein Schwarzgeld raus. Willkommen zurück, der Herr. Gracias, Medic. Wollen Sie noch was? So weit, so gut, gracias. Gracias, wieder. Alles klar. Tag noch. Adios. Abi? Fahrt los, sehr gut, Hermanos. Diese verdreckten Pendejo, die Mierras Mentirosos. Wohin sollen wir fahren, Mr. Bitcoin? Ich muss erstmal die 1 Million, die ich dabei habe, loswerden, Schwarzgeld. Mr. Bitcoin hier. Ich hab gehört, du hast Lust auf was Süßes, während du dir die Mierda-Folgen anguckst. KingKens.de, Süßigkeiten aus aller Welt. Schlag jetzt zu und erhalte 10% mit dem Code Mierda10.